Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Vielen Dank. Gute Truppe. Gute Truppe. Herzlich willkommen zum Hauptgang. Ich bin stolz auf euch. Danke. Ihr habt es gut gemacht bisher. Unglaublich, auch du. Kompliment. Danke. Unglaublich. Und jetzt, da ich sagen, packen wir's. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Das ist der Fred, der, ich möchte sagen, fast mühelos durchgekommen ist. Fast. Na, mit Würgen und Hängen so ein bisschen, aber... Sagen wir mal, du hast während der Fahrt die Reifen gewechselt. Ja, ich glaube, ich bin nicht hängen geblieben. Ich glaube, ich habe so ein bisschen den komischen Vogelbonus mit meinem Chili con Carne, das viel zu scharf war, und den kleinen Plätzchen, die auch ganz gut Rums gehabt haben. Heute ist es was eher Konventionelles, sage ich mal. Das heißt? Und zwar sind das heute Hähnchenbrust-Tagliatelle mit Champignon-Weißweinsauce. Also gut, das hört sich jetzt ganz toll an. Jetzt haben wir hier die Tagliatelle, die sehen wir ja schon. Richtig. Und die Hähnchenbrust schnetzelst du dir oder was machst du mit dir? Genau, die Hähnchenbrust schneide ich in schöne kleine Streifen. Erstmal Hähnchenbrust und Zwiebeln anbraten. Die kommen dann aber vorerst noch in den Ofen zum Warmhalten, damit die nicht so schlonzig werden. Ich mache extra die Soße dann mit dem Champignon, mit dem Weißwein, mit der Sahne und der Creme. Wer wird da schlonzig? Die Zwiebeln. Also die Zwiebeln und die Hähnchenbrust. Wenn ich die von Anfang an mit in die Soße arbeite, dann wird es so ein bisschen lapprig, schlonzig. Deswegen tue ich das vorerst mal in den Ofen zum Warmhalten. Das heißt, du brätst aber die in Streifen an oder gibst sie im Ganzen genau. rein? Genau, die brate ich scharf an und dann werden sie erstmal zur Seite gestellt. Als Ganzes? Ja, genau. Ich nehme den ganzen Lappen und hau den rein. Nee. Und dann tust du es schneiden. Was machst du jetzt? Nee, ich schneide das schön klein in Streifen. Okay. Alles klar? Mit den Zwiebeln. Ja, bei dir weiß man es nie. Weißt? Da kann es sein, dass sowas rauskommt. Ich habe gestern leichte Probleme gehabt mit Eigelb. Also gestern hätte man sagen können, das Gelbe vom Ei war es nicht. Aber ich weiß, dass du was machst, das heißt die Elbe vom Ei. Das Elbe vom Ei, genau. Ah, das Elbe vom das Ei. Elbe vom also Ei. Noch besser. Was ist das? Das ist meine Improvisationstheatergruppe hier in Hamburg. Und es gibt es seit ungefähr einem Jahr. Ja, wir machen Improvisationstheater. Ja, was haben passiert auch jetzt da? Wenn ich sage, jetzt machen wir was. Das kann man sich so vorstellen wie Theater, bei dem man, genau, da sieht man ein paar Fotos. In der Mitte. Genau, in der Mitte bin ich und das funktioniert so. Es gibt keinen vorgeschriebenen Text, keine vorgeschriebene Handlung, sondern die Zuschauer werden Teil der Show. Die Zuschauer werden nach Vorgaben gefragt, mit integriert. Die Zuschauer dürfen bestimmen, was passiert. Also dann bitte mach mal, gib da eine Minute, komm. Das geht nicht. Das ist ja ein Zuschauer. Ja, da brauche ich meine Mitspieler. Weißt du, wir sind aufeinander eingegroovt, wir können miteinander arbeiten. Alleine als One-Man-Show geht das leider nicht. Aber Alle, die es gerne sehen möchten, 6. Dezember spielen wir im Theater Die Burg in Hamburg-Barmbek das Elbe vom Ei. Und das ist immer ich würde euch bitten, da hinzugehen. Bis jetzt haben wir noch keine Karte verkauft. So. Angela. Ja. Auch Angie genannt. Super gekocht. Dankeschön. Kompliment. Danke. Meine, du stehst natürlich mit einem Fuß in der Gastronomie. Du hast ja seit 15 Jahren Kellnern. Kellnern, genau, aber nicht kochen. Ja, natürlich, aber du kriegst auch was mit. Ja, gut, geruchsmäßig guckt, und so, genau. Auch die Stimmung in der Küche. Genau, ja, kriegt man im Service auch ein bisschen mit. Das stimmt, nicht immer die beste, aber trotzdem das geht weiß man, wie man die Burschen nehmen muss, oder? Ja. Und du hast ja gestern ganz eine tolle Suppe gemacht, diese Apfel-Sellerie-Suppe. Genau. Sehr gut angekommen, guten Charakter gehabt, also wirklich Kompliment. Und heute magst du uns ein Traditionsgericht. Schnitzel vom Schweinefilet mit Möhrengemüse und Kartoffelauflauf. Schnitzel vom Schweinefilet mit Möhrengemüse und Kartoffelauflauf. Auflauf. So ein Gratin werden, aber falls es keiner wird, das ist ein Auflauf. In 30 Minuten? Ja. So, jetzt haben wir einen Auflauf. Wir haben das Gemüse, die Schnitzel ist jetzt schneller gemacht. Genau, die werden. Wie startest du? Ich werde erstmal die Kartoffeln, jetzt habe ich jetzt ein bisschen gesalzen, werde jetzt noch pfeffern. Und dann, das heißt, du machst so etwas Ähnliches wie ein Gratin. Genau, wie ein Gratin, ein bisschen Knoblauch mit dran und dann halt eben die Möhren mit braunem Zucker und da Schalotte halt eben einspitzen. Mhm. Bisschen Sahne ran, Brühe ran und dann
die Schnitzel braten. Also das ist schon etwas, was wichtig ist, weil sonst ist die Karotte bitter, ja, dass man die Schale so ein bisschen wegnimmt. Und viel schneiden sie einfach zusammen und dann wundern sie, dass es ganz bitter ist. Ja. Und die Schnitzel panierst du ganz klassisch. Ganz klassisch. Mehl. Eier hast du schon verquirlt, leicht verquirlt. Genau. Da gibt es so Tricks auch, wenn man sagt, man möchte, dass es ein bisschen fluffiger wird, dass man so eine angeschlagene Sahne reingibt. Ja. Genau. So ein bisschen nicht zu fest klopft, denn sonst geht es nicht hoch. Mhm. Aber das magst du jetzt nicht als solche Fladen, sondern du magst ja so kleine. Ich schneide richtig kleine Medaillons und dann drücke ich einmal drauf und dann. Also das ist dann wie ein Schnitzel, nur ist es aus Schwein gemacht und ist aus einem Filet gemacht und nicht aus der Oberschale, wie es normal ist. Genau. Ja? Jetzt haben wir alles gesagt eigentlich. Ja? Aber du malst, ich weiß, ich habe ein Bild von dir gesehen. Wieder. Nicht von dir. Voll nicht schlecht, muss ich das sagen. Nicht schlecht. Versuch's immer. Einmal her. Ich mache das schon ein paar Jahre. Wir waren bei einer Freundin halt eben. Also wir haben jemanden gehabt, der uns mit mehreren Freundinnen, wo wir dann gecoacht werden so ein bisschen. Und wenn es nicht aussieht, dann macht die ein paar Pinselstriche und dann sieht es aus. Ja. Und zu Hause mache ich halt eben so, wie ich lustig bin. Macht es also aber nicht jeden Tag? Nein, also wenn ich ein Geschenk brauche, dann male ich eben. Was haben wir sonst noch für Hobbys? Ich reise gerne. Wir fahren gerne nach Mallorca. Unsere Mädelsgruppe. Was mit der Mädelsgruppe? Die da vorne auch zum Teil sitzen. Ah, da sitzen wir. Und der junge Mann in der Mitte. Das ist ein Harry Bodyguard. Den habt ihr nicht gefunden. Ah, den habt ihr unterwegs aufgegriffen. Da musst du jetzt immer mitfahren. Freundin. Genau. Du bist da gut eingerahmt, da fehlt da gar nichts. Nicht? Kochst du auch ein bisschen? Ich bin gelernter Koch, ja. Ah, da schau her. Deswegen haben sie sich eingeschleust. Ja, so läuft die Nummer mit Coach und so, ja? Aha. Also, müssen wir mal ein bisschen bei dem Gratin vielleicht sagen, du hast jetzt was gemacht. Du hast es in Scheiben geschnitten. In Scheiben geschnitten. Du hast die Kartoffeln nicht abgewaschen im Wasser. Doch. Du hast sie abgewaschen im Wasser. Warum? Damit die Stärke rausgeht. Ja, wahrscheinlich falsch, ne? Du willst doch das pappt. Ja. Aber du willst jetzt einen fluffigen Kartoffelauflauf, der nicht pappt, sondern wo jede Scheibe schwebt und fliegt. Fast. Muss mal gucken. Also wenn sie die Stärke rauswaschen, die hast du jetzt zugemacht, der klebt schon. Ja. Du hast ja nichts, das bringen wir schon hin. Salz, vorher, Pfeffer. Pfeffer kommt noch drauf. Salz ein bisschen, dann schmeckt er. Die meisten diese ganzen Gratins schmecken nicht, weil sie immer kein Salz haben auf dem Kartoffel und dann ist es so lätschert. Oben schmeckt es, ist Käse drauf und innen nicht. Also, Angie, hau rein. Gib mir Mühe. Jetzt kommt mein vegetarischer Spezialist, der gestern den Zucker mit dem Salz verwechselt hat und trotzdem durch den geschickten, überwürzten Salat, der dann zu viel Säure hatte, wieder eine gute Kombination gefunden hat und weitergekommen ist. Gut hast du es gemacht. Was magst du denn heute? Ein Süßkartoffelcurry. Ich habe jetzt da den Reis angesetzt. Mit Häubchen gleich. Mit Super. Häubchen, ja. Und mache jetzt hier Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch an. Und da kommen dann nachher so Süßkartoffelwürfel rein. Wie groß machst du das? So wie, als wenn es ein Fleisch wäre, oder? Nein, ja. Stücke. Ja, ungefähr. Okay. Und dann mit Kokosmilch und Gemüsebrühe ablöschen. Müsste eigentlich schmecken. Ja, eigentlich. Hast du, ja. Und was hast du sonst noch geschmacklich drauf? Und Curry gibt's rein, Curry oder? Curry gibt's, ja. Okay, dann. Das kommt auch noch rein. Du, ich wusste gar nicht, dass du beim Fechtverein bist. Doch, schon ewig eigentlich. Ja, magst du es gern? Ja, so groß bist du noch nicht, aber. Mit wie viel Jahren bist du dazugegangen? Wie alt war ich da? 8? 10? Okay, meine Mutter sagt 10. Die Mutti winkt schon und sagt, no, der Papa schüttelt mir den Kopf und sagt, was ist denn der für ein Schmarrn daher? Aber das, was mir am meisten gefallen hat, war deine Bilder, die du gemalt hast. Das ist ja richtig klasse. Du malst Köpfe. Ja, nur Köpfe. Und dann habe ich eins gesehen, da sind ja 1000 Köpfe drauf und jeder schaut anders aus. Ja. Wie ja? Was inspiriert dich denn da? Schau dir das an. Sag mal die Bedeutung dieses Bildes. Da habe ich mit meinem Kunstlehrer schon lange diskutiert. Bei mir ist es einfach so, ich male einfach aus dem Unterbewusstsein die Köpfe.
Also ich mahle keine Leute ab. Und es kommt irgendwie immer mit jeder anders. Aber wenn man so von Weitem drauf schaut, sieht jeder wieder gleich aus. Aber wenn ich die beiden anderen Bilder anschaue, die ich gesehen habe, diese Köpfe, die sind jetzt so ein bisschen so nachdenklich, um das ein bisschen nett auszudrücken. Warum siehst du einen Menschen so oder darf der bei dir nicht lachen? Ich weiß, das kommt einfach so. Kannst du mal umdrehen, da, weil sonst hätten wir Burning Chili und das ist ja auch nicht so. Das kommt einfach so. Wir sind dann der Sache auch nachgegangen und ich habe über... Wer ist wir? Mich und mein Kunstlehrer. Hör schon her. Und ja, wir kamen dann dazu, dass irgendwie die Frage nach dem Leben, die großen Fragen, die man nicht beantworten kann, dass die da irgendwie mit einfließen. Und die beantwortest du schon mit 18 so lässig und nebenbei? Nee, eben nicht. Deswegen drücke ich die damit aus. Aha, du sagst einmal, was wird auf mich noch zukommen? Oder? Ja, ja, da kommt noch was. Da kommt noch was? Einiges. Ja, aber du hast doch eigentlich, man kann sagen, du bist ein talentierter Bursche. Du kochst gut. Du bist sportlich aktiv und du kannst malen. Das hat ja was Künstlerisches, ja. Jetzt pass mal auf. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir wieder aufs Kochen kommen. Jetzt wollte ich die kurz reinmachen, anbraten. Also jetzt kurz rein und dann gleich ablöschen. Mit einer Brühe. Und Kokosmilch. Und Kokosmilch. Und zum Schluss gibt es dann den Curry dazu, den Geschmack, oder? Wie magst du es? Okay, wir haben nur 21 Minuten. Wir sind ja gut dabei. Ja. Wie lange lässt es dann? Keine Ahnung, ich schaue, wann es fertig wird. Aber nicht zu gehen. So, jetzt bin ich bei meiner Kochexpertin. Oh Gott. Bei der Monika. Ja. Du hast sehr gut gekocht, Monika. Dankeschön. Gestern hast du ganz schön Gas gegeben. Dankeschön. Ja. Jetzt müsstest du mir noch sagen, was du heute zauberst. Ja, also ich zaubere heute Yin und Yang. Habe ich mir mal ausgedacht. Das musst du uns aber schon ein bisschen erklären, weil das ist leicht gesagt, aber wir haben keine Ahnung, was das ist. Das ist. Also, ich habe mir überlegt, Sellerieschnitzel zu machen für meinen Blog, aber mal was Besonderes zu zeigen. Und da kam mir der Gedanke, ach, mach doch mal eine Schablone und mach doch mal aus den ganzen zwei Formen und panier die. Was ist das? Das habe ich mir gedacht, wenn du das da drauf stülpst. Eine Viertelstunde Reis kochst. Hast du da Salz im Wasser? Ich schaue, ob es Zucker ist. Ja, sehr gut, haben wir gestern gehabt. Tolle Creme, leider fürs Dessert. Jetzt pass auf. Ja. Also nochmal. Ja. Das, was du hier jetzt machst. Ja. Das hat aber nichts mit deinem Schnitzel zu tun. Das ist der Bulgur-Eintopf, Bulgur-Topf dazu. Also es gibt, ist der Schnitzel paniert oder wie ist das? Darf ich hier mal weggehen? Zibi wird mal rüber. Ja, das möchte ich mal sehen jetzt da. Aha. So, also ich habe die Sellerieschnitzel. Okay, und Yin und Yang, das passt zusammen. Passt zusammen. Gut. Dann werden die Pfeffersalz, meliert, Eisahne, die gewürzt ist. Ja. Eins in Paniermehl und eins in das Dunklere. Was ist Dunklere? Was heißt Dunklere? Das ist wieder mein beliebtes... Das sind Haferflocken, oder? Ja, es sind Haferflocken, sind Nüsse und es ist... Pumpernickel. Pumpernickel. Jetzt haben wir Denke mal schon, das muss doch Pumpernickel sein da hinten. Dankeschön. Ja, das muss Pumpernickel sein. Und die Kombination, das machst du in der Fritteuse. Das wird ganz kurz in der Fritteuse ausgebacken. Wie heißt ganz kurz? Das wird nicht gleich durch sein. Das sind Sellerieschnitzel. 6 Minuten ist es durch. In 6 Minuten? In 6 Minuten ist es durch. Okay, so kurz ist es auch nicht, aber dann ist er, sagen wir mal, schön zum Essen. Ja, es saftig. Und den servierst und dann, und das ist das Gemüse, und das dazu gibt. Gibt's aber dazu. Das muss uns jetzt noch mal ein bisschen erklären. Ja. Und dann möchte ich noch was wissen, das mit deinem Blog, das ist so Untergang, ich habe einen Blog, einen Blog zum Schreiben, oder was ist das für ein Blog? Nein. Ein Foodblog ist das. Oh. Und zwar, wo ich meine Rezepte einstelle. Und ja, die Leute, die es. Hat da jeder Zugriff drauf auf dem Blog? Oder hast du es verschlüsselt? Nein, da hat jeder Zugriff. Und warum hast du es gemacht? Wie bist du drauf gekommen? Also, ich bin darauf gekommen, als wir in Thailand überwintert haben. Überwintert hast du? Ja, genau. Des Öfteren schon? Oder? Ja, 7 Jahre hintereinander haben wir immer 6 Monate. Wo wohnst du dann? Wir wohnen in einem Condo. Ja, das heißt, das ist eine kleine Wohnung, wo ich selber kochen kann.
in dem Haus ist mehr oder weniger alles. Siehst du? Ja, da sind wir. Schaut's gut aus. Ja, da sind wir nach. Ist das ein Camp oder was ist denn das? Nein, das, das, da sind wir am Laos. Okay. Am Mekong. Am Mekong. Und ja, auf der anderen Seite ist Laos und hier ist Thailand gewesen. Es war eine Reise nach Nord. So, und warum überwinterst du da drüben? Weil es wegen der Temperatur ist, weil es Menschen ist, Kultur ist. Warum? Erstens wegen meiner Gesundheit habe ich da herausgefunden, dass die Wärme mir sehr gut tut. Mhm. Und unter anderem, weil wir wirklich immer schon gereist sind mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil, um andere Europa kennenzulernen. Und deinen Mann nimmst du immer mit oder lässt du ihn beim Überwintern zu Hause? Nein, den Werner nehme ich mit. Der darf das auch genießen. Der darf das auch genießen. Ist es so bei euch, du bist ja die Chefin am Herd. Ja. Was ist ja auch tätig ein bisschen in der Also wir, Küche, wir haben, ja, er ist mein Spüljunge. Oh, ja. Aber ist wichtig. Ja. Ich sage dir, saubere Teller, warme, saubere Teller, dann ist der beste Koch nichts, wenn das Essen kalt ist. Also hast du eine verantwortungsvolle Aufgabe, ja. Der bist du noch nicht bewusst. Ja. Als Chef Kasserolli. Ja. Du machst die Dinger sauber, die Töpfe sauber, die Teller sauber. Ja, ich habe immer gesagt, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mal von einem handwerklichen Beruf in einen tollen Beruf kommen werde. Ja, also dein Talent. Aber jetzt muss ich wegen deinem Blog noch was fragen. Du stellst jetzt, sagen wir mal, jetzt bist du bei der Küchenschlacht, du stellst es da rein. Ja. Und dann könnte jeder, wenn er weiß, wie das heißt, könnte das abrufen. Könnt das abrufen und meldet sich dann bei dir und sagt, du, eigentlich bist du ganz nett. Er kann dann in den Kommentar reinschreiben, hab dein Rezept ausprobiert, ist mir wunderbar gelungen, war auch lecker, hat geschmeckt. Und das beantwortest du selber? Und das beantworte ich selber und stelle es dann auf. Oder macht der Mann mit den vielen Talenten... Nein, der Mann macht das nicht. Das macht der darf es auch gar nicht. Nein, nein, das will ich nicht. Weil er kann es auch nicht. Nein, er kann es auch nicht. Und jetzt erklär uns das nochmal. Ja. Das haben wir noch nicht mehr. Ja, also ich habe jetzt Gemüse an, in kleine Würfelchen gemacht mit Kokosfett. Mhm. Weil es irgendwie mir besser damit schmeckt. Erstmal die Zwiebelchen und Knoblauch angedünstet, dann das Gemüse reingegeben, Bulgur kurz mit angedünstet und dann Brühe aufgegossen. Und jetzt soll es eben halt... Bulgur, kennst ihr Bulgur? Habt ihr das schon mal gehört? Gekocht weniger? Ja. Couscous, ja, Bulgur, nein. So also nicken, so ein so bisschen... Okay, dann haben wir das auch besprochen. Aber du kochst gern mit Bulgur? Ich koche sehr gerne. Also man könnte auch mit Graupen kochen, um das einmal ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Man könnte auch einen Reis reingeben. Ich mache das sind immer so sauber, die sollen wir mal auch die, diese Flüssigkeit aufsaugen und den Geschmack aufsaugen. Genau. Und das gibt es jetzt dann zu dem Schnitzel dazu? Das gibt es zu dem Schnitzel dazu. Das ist eigentlich ein vegetarischer Gang heute bei dir. Ist ein vegetarischer Gang. Mit noch einem Dip dabei und fertig aus ist die Maus. So, und jetzt muss ich euch nur mal was sagen. Ja, wir haben ja in dieser Woche wird auch derjenige, der gewinnt, bei unserer Jubiläumswoche teilnehmen, die am 8. Dezember beginnt, wo man, wenn man gewinnt, 15.000 Euro gewinnen kann. Hallo. Ja, also. Und damit ihr schon mal... Damit ihr schon mal wisst, mit wem ihr es zu tun habt, gibt es ja schon vier. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Das beste Gericht am Tisch war das Chicken Korma. Hammer. Hammer. Hammer hier. Sarah Bokop, 21, aus Münster. Absoluter Favorit. Also das hier ist wirklich mein Favorit. Katrin Weisenstein, 30, aus Essen. Boah, das ist zum Aufschreien. Deswegen morgen wieder dabei. Kurt Regner, 56, aus Glonn. Ein Favorit ist die Waffenbrust. Sowas kommt weiter, morgen wieder dabei. Und Anna Stocksitz, 50, aus Tautendorf. Bombe, erste Sahne, wirklich. Da legst dich nieder. Die Küchenschlacht Jubiläumswoche ab 8. Dezember. So, Mitbewerber sind klar. Fred, hättest du dir gedacht, dass du jemals in der Küchenschlacht so weit kommst? Gute Frage. Nächste Frage. Ja. Nee, ehrlich, also ich dachte, okay, ersten Tag schaffe ich vielleicht.
Da habe ich meine Taktik ging aus dem Juror, die Zunge zu verbrennen. Ja, das ist ja auch gelungen. Er liegt jetzt im Krankenhaus mit einer verbrannten Zunge. Nee, also ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme. Und schauen wir mal, wie es heute läuft. Ne? Was sagt der Chef? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Beton einmal anders angerührt. Also wie nennst du das? Nein, so schlimm ist es doch nicht. Wir können doch alles reparieren. Mein Gott. Also da sind Champignons. Wenn wir Marmelade reingeben, irgendwie bringen wir es hin. Also das sind Champignons in, bisschen dick ist es in Weißwein mit ein paar Kräutern, Sahne, Creme fraiche. Mhm. Findest du nicht so gut? Aber das hast du bisher jeden Tag gesagt. Dann bin ich doch weitergekommen. Ja, aber hast von dem Lied schon mal was gehört? Hängen und würgen. Also ein bisschen dick, gut, noch ein bisschen Sahne rein, sehr gut. Ich finde es selber, oder? Und ich würde dir als Tipp jetzt geben, damit du dem einen Charakter gibst, wenn es ein bisschen säuerlich, reib die Schale einer Zitrone ein bisschen rein. Oder Limette. Und dann kriegst du einen wunderbaren Geschmack. Bis zum Thema Weiterkommen. Rein zufällig haben wir hier auch eine Zitrone. Ja, wir haben hier 3 Kilo Zitronen. Ja, rein und zufällig. Die Schale bitte, nur die Schale. Ja, nur die Schale und zum Reiber. Und das, jetzt, das als Tipp, das machst du ganz zum Schluss. Dann kriegst du richtig einen frischen Geschmack. Denn wenn du jetzt von dem Weißen was mit reinreibst, dann wird es bitter. Mhm. Und das machst du zum Schluss, das ist wie so ein Parfüm. Aber auch wirklich nur so ein Quäntchen. Ne? Ja, so ein bisschen. Und dann können wir noch mal schauen und dann machen wir noch mal, vielleicht geht dann noch mal eine Prise Salz ab. Und legen wir das Fleisch erst zum Schluss ein, bitte. Ja, ja, absolut, absolut. Wir haben nur 10 Minuten, meine Herrschaften. Hier sehe ich wunderbare. Ich muss immer aufpassen, weil ich habe einmal vom selben Löffel zweimal abgeschleckt und da kamen 4000 Briefe. Ich habe gesagt, jetzt nehme ich immer 2 Löffel in die Hand und sage, schau her, da habe ich wieder einen neuen Löffel. Das ist süß, ne? Das ist süß, mein Bisschen, ne? Also unter uns ist, ja? Ja. Das könntest du auch als Dessert servieren. Das ist leicht zu süß, um das jetzt hier vornehm auszudrücken. Aber das bringst du jetzt so nicht weg. Auch nicht in der Brühe? Du könntest jetzt Folgendes machen. Ja? Du könntest jetzt in einen anderen Topf die Dinger rausklauben. Mhm. Und dann hast du so eine raffinierte. Hast du da einen Chili noch da? Nein, nicht. Heute mal nicht. Vielleicht schaust du mit deine Nudel an, das wäre ja auch eine tolle Idee. Oder machst du eine Nudelsuppe oder was machst du da hinten? Oder probier vielleicht einmal eine Nudel. Ja, die sind ja noch lange nicht so weit. Ich habe mir hier so eine Eule gestellt. Ach du, ahnst du es nicht. Die sind noch lange nicht so weit. Nee, dann würde ich mal sagen, probier sie. In 3-4 Minuten fange ich mal an. Dann probier sie mal, bevor du mir eine Story erzählst. Das ist wie in der Schule hier. Mhm. Da siehst du, dass du noch lange nicht schon sehr nah dran bist. Ja, ja, Wenn wir vom Thema al dente sprechen. Wenn wir natürlich von Dampfnudel oder Rohrnudel sprechen, dann etwas weiter. Alfons, lass mich die Nudeln erstmal kochen. Mach so. So, schau her. Jetzt man macht die Nudeln rein und er kommt nach einer Minute rüber. Und er lernt gerade Moderator zu werden. Deswegen auch diese Euphorie jetzt auf einmal. Ja. Drehen, drehen, drehen. Zieh ich unten. Ich zieh jetzt noch da. Aber wir könnten als zum Aussöhnen wir zwei, ja, könnten wir uns ja ein Schnitzel teilen. Ja, du kannst ja nicht 4 Schnitzel servieren. Nein, um Gottes Willen, nein. Kommst du, magst du, willst du ein Schnitzel? Ich? Gerne. Schau her, also das hat jetzt eigentlich mit dem ursprünglichen Schnitzel als solches. Das heißt ja nicht Wiener Schnitzel, das heißt der Schnitzel. Genau. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Schau her, wenn du das jetzt anschneidest, das darf innen ruhig. Das hat jetzt noch einen Kern. Das ist noch, aber ich sag, das zieht durch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zu. Ja. Aber jetzt schauen wir mal, ob auch das Salz stimmt. Ich würde dann da ein bisschen Zitrone drauf geben. Probier mal. Fred, probier auch mal. Ja, aber merkst du, dass es noch nicht gut schmeckt, weil es innen so blutig ist? Genau. Merkst du das? Mhm. Und deswegen sollte es zwar saftig sein, aber kriegen wir hin. Wir sind ja noch voll in der Zeit. Ja. Oben Zitrone drauf. Vielleicht ein Hauch Salz. Ja. Ausschalten. Leon, wie schaut's bei dir aus? Gut, sehr gut. Ich habe die Erbsen jetzt reingemacht. Pass auf, mit den Karotten müssen wir schauen, rausnehmen, hab ich schon, nicht mehr kochen. Und jetzt schauen, dass du da mit einer Brühe ein bisschen rangehst. Ja, die legen sie uns da unten an. Mach die ein bisschen flüssiger. Ein bisschen.
und gib den hier ein bisschen einen anderen Charakter. Wenn du ein bisschen Chili oder was hingeben willst, täusche ein bisschen von dem Süßen weg und immer wegziehen, wenn du probierst, dann... Na, wir bringen es nicht weg. Also ganz bringen wir es nicht weg. Oder gehen wir mit schwarzem Pfeffer durch. Chili ist halt neutral im Geschmack, ist nur scharf. Ingwer ist auch gut, weil damit kriegst du ein bisschen eine Schärfe rein. Und kannst das Süße ein bisschen legen und gib mir da noch Brühe drauf. Ja. Und dann nimmst du das raus und schaust, dass du keine Soße hinbringst. Mhm. Ja, damit das Süßliche, und wir können ja sagen, wir wollten das ein bisschen süßlich haben. Ein bisschen süßlich sind sie auch. Was? Ein bisschen süßlich sind sie eigentlich auch. Ja, aber gib noch ein bisschen mehr hin. Gib noch ein bisschen mehr hin. Genau. Aber du, das ist schon ganz neu. Zuerst machst du mir den Topf kaputt. Ja, jetzt erwärmst du das Ding da. Alfons, wie findest du die Nudeln? Super. Das ist sicher gut. Raus. Ja. Raus. Raus. In Sieb rein. Ja, kein kaltes Wasser drauf. Nein, 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 nein. Und du gibst mir jetzt ein paar Tropfen Öl drauf. Weil sonst kleben die. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Moment, warte. Jetzt gibst du ein bisschen Öl drauf. Das ist toll an diesen Flaschen, es kommt nie was raus. Das sind ganz tolle Ölflaschen. Gemerkt, ja. Naja, da kommt nichts raus. Aber gut, das ist halt so. So. Und jetzt musst du es ein bisschen verrühren. Ja. Und dann kleben die Nudeln nicht zusammen. Okay. Und dann kannst du es weiter verarbeiten. Okay? Was möchtest du gern? Dann will ich Ingwer oder nicht Chili. Ja, Nein, das machen wir jetzt anders. Pass auf, hier haben wir eine Reibe. Genau, und beim Ingwer ist es ja so, dass der Ingwer direkt unmittelbar unter der Schale 50% seiner Inhaltsstoffe hat. Da geht es ein bisschen raus. So, jetzt machst du weiter, sonst heißt es, ich habe das kaputt gemacht. Jetzt waren wir bei dir nochmal. Ja. Da schauen wir mal. Aha, die schaut schon sehr appetitlich aus. Die Konsistenz ist auch nicht schlecht. Ja, da fehlt noch was. Probier du selber. Und sag mir dafür. Und da muss aufhören schon her, weil das macht jetzt so Anstalten. Nach dem Motto, ich will auch einmal anbrennen. Was hast du da unten drin? Nur Wasser. Nur Wasser. Oder hast du Kokosmilch drin gehabt? Nee, nur Wasser. Nur Wasser? Probierst du mal wegen dem Salz? Also ich habe vorhin probiert, ich weiß nicht. Ist okay, oder? Nein. Noch mehr? Bissel. Noch ein bisschen? Nein, nicht noch mehr, sondern du musst es zusammen probieren. Du musst es die Soße so nehmen. Dann tust du ein bisschen was von dem Ding drauf und dann entscheidest du damit, sagst, es schmeckt mir, dann passt. Ich glaube, das schmeckt langweilig. Ganz ehrlich, probier. Die Soße ist okay, aber das ist langweilig. Ja, ja oder nein? Ja, schon. Dann gibst du hier bitte ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer oder irgendwas drauf. Ja, okay. Oder ich würde dir empfehlen, weil du hast einen Curry. Warte mal, wir müssen heute schauen, dass wir den Miroir richtig schwer machen. Heute machen wir es einmal richtig schwer. Jetzt machen wir jetzt eine Limette drauf, dann weiß er gar nicht, was war. Soll ich eigentlich die Zitrone jetzt schon mal drauf rasten? Ja. Schau her. Hier. Schau her, jetzt wärst du hoppla. Das wäre dumm. Naja, gut, das kann nicht alles gelingen im Leben. Auch eine Reibe darf einmal schwächeln. Umrühren, ein bisschen Salz rein, dann geht's. Schmeckt auf alle Fälle schon wesentlich besser wie vorher. Probier. Und machst jetzt noch ein kleines bisschen Öl oder Butter rein. Dann wird es geschmeidiger, dann wird es noch persönlicher. Okay. Dann weiß man, du hast es gekocht. 2 Minuten, meine Herrschaften, dann habt ihr es überstanden. Wie schaut's aus? Bei dir? Was ist das? Das ist Joghurt mit Knoblauch. Das ist Salz. Das ist Joghurt. Und das ist Joghurt. Was hast du an Gewürz drin? Ingwer und das Kreuzkümmel ist allerdings nicht Pulver. Hast du asiatische Petersilie da? Ja. Dann gibst du noch ein bisschen was rein, okay? Okay. So, und jetzt haben wir noch 1,30. Sind deine Schnitzel fertig? Lass uns mal schauen. Oh, schön. Schauen ja aus, wie fliegen die Untertassen. So, jetzt pass auf. Hier passt, hier passt. Was machst du jetzt? Richte das so an? Ja, dann ist so die Nudeln separat, oder? Ich mach die Soße gleich so ein bisschen drumherum. Wo? Die Soße? Also, ich hau das jetzt hier in die Soße. Wirklich nur noch mal. Boah, das heißt der Teller. Eieieiei. Wir haben letzte Minute. Ich möchte ein bisschen flüssiger machen. Ja, das kann eine Sahne sein. Wir haben hier noch Rind davon. Ja. Und jetzt geht's los. Auf geht's. Noch 40 Sekunden. Jawohl. Aber macht es nicht schon her.
Ja. Ah, das ist ja die größte Schüssel. Mach's bei dir, ja. Mach's so. Mach's so. Und da außen im Ding rum, ja? Ja. So, weiter geht's. Anrichten noch 20 Sekunden. Und jetzt Daumen drücken hier im. Oh, die. Jawohl. 9, 8. Sehr schön. Stopp, 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 stopp. Warte, warte, warte. Wenn, dann musst du. Dann erst noch Position, da findest du. Da gibt's, gell? Okay. Sehr schön. Anrichten. Sehr schön. Anrichten. Super. Alle Mann nach vorne. Habt's gut gearbeitet. Kompliment. Sehr schön. Passt, passt. Passt, passt, passt. So, Andrea Studer wird sich schwer tun. Ja, das kann ich dir gleich sagen. Ja. So. Und jetzt schalten wir mal kurz rüber ins andere Studio. Alexander, ich bin schon gespannt, was mich heute erwartet. Ja, weil ich bin ja heute Juror. So schaut's aus. Ja, hallo lieber iPhones. Ich freue mich natürlich auch, dass du schon gespannt bist, was diesmal bei der Profiwoche wieder passiert. Na, wie immer ist ja Ali und Conny jetzt in dieser Woche hinterm Herd. Und dann kriegen sie ja immer einen Kandidaten zur Seite gestellt. Es ging los mit einer Azubi, dann war es ein Freund. Und diesmal, schau, mit diesem wunderschönen Mikrofon gehe ich jetzt mal ins Publikum. Und dann suche ich einfach zwei freiwillige Kandidaten raus. Und die kochen dann einfach mit. Also freiwillig. Ja? Das kann man gleich hier bei den Kopfgeldjägern sehen. Hier noch viel Spaß in der Filmschlacht. Und dann bis gleich wieder bei uns. Ich hoffe ja, dass du zwei gescheite Zuschauer raussuchst. Und wir warten jetzt, dass ein gescheiter Juror kommt und es richtig schwer hat bei der Bewertung. Und ich sag dir eins, er hat's schwer. Und jetzt zu mir her, Alexander Studer, bitte. Hallo, das ist mein Lieber. So. Also einmal kurz zusammengezuckt. Alexander Studer habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört. Ja, ja, genau. Alleine hallo schon, Johann Schubeck, noch, wie geht's? Was? Andreas. Ja, ja, alles gut. Genannt auch Andi. Ja, Andi oder Studi, geht alles. Aber Alexander ist ganz neu. Ja, also. Da bin ich ja gleich beim Alexander. Deswegen, ja, ja, deswegen wahrscheinlich. Diese kein nicht Problem. Optische Verwechslung. Wir legen los mit einem Süßkartoffel-Kokos-Curry mit Erdnüssen und Basmati-Reis. Yummy. Super aus, oder? Richtig toll. Also ich gehe davon aus, das ist vegan, ohne irgendwelches Fleisch drin. Erstmal farblich sieht es toll aus. Dekorativ wurde schön mit angerösteten, was auch immer für Nüssen oder nee, ist Kokos. Ach, cool, ne? Also ein Chor hier, ne, die das richtig gut drauf haben. Und ich muss euch sagen, ihr habt recht. Genauso ist es. Also. Also das Curry hat richtig gute Substanz, ne? Das kitzelt ein bisschen. Es ist nicht irgendwie dick abgebunden, finde ich klasse. Die Süßkartoffeln haben noch Biss. Und mit dem geraspelten und vor allem angerösteten Kokos hat sich die oder der Kandidat wirklich einen Gefallen getan. Das ist richtig gut. Also als Kompliment gemeint, ich könnte das jetzt sofort aufessen. Also wirklich. Sehr schön. Guter Einstieg. Aber es gibt ja noch anderes. Das ist auch super. Also hier haben vegetarische Yin und Yang Schnitzel mit Knoblauchdip und Bulgur Gemüsetopf. Super. Oder? Wunderbar, dieses Symbol hier, Yin und Yang. Also wir haben halb vegetarische Woche, halb Fleischwoche. Aha, verstehe. Also hier ist einmal das Fleisch und das andere ist vegetarisch? Nee. Nee, ist alles vegetarisch. Sollte ein Witz sein. So. Das wackelt mir zu doll. Kurz umbauen. Also machen wir es so.
Also Yin und Yang, heiß, kalt, süß, salzig, kann ja alles sein. In dem Fall sind es zweierlei Panaden. Mhm. Eine mit Haferflocken, ein bisschen Pumpernickel und die andere ganz normal, wie sich's gehört auch, ja. Total heiß. Oh, wie erwartet. Und gleich gierig, wie ich bin, so ein Riesenstück reingeschoben. Das ist echt heiß, aber gut. Also die Panade hier mit Pumpernickel und Haferflocken, cool. Gehe ich mal auf den nicht so heißen Bulgur. Das ist ja verrückt. Das ist auch total heiß, dieser Bulgur. Super, so soll es sein. Schön gearbeitet, alles in Brunoise geschnitten, feine kleine Würfelchen, also mit Liebe. Knoblauchdip ist auch nicht über, also man bleibt kussfrisch, aber es hat eine schöne, wunderbare Knoblauchnote und es ist nicht zu viel. Den probieren wir uns auch noch kurz, aber nur ein kleines Stück, weil es heiß ist. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Fischstäbchen jetzt in dieser Form. Mm. Super, also es ist ein, als wollte ich sagen, es ist ein Sellerie, ne? Mhm. Genau. Das ist richtig. Also beides Sellerie, aber die Idee alleine finde ich schon mal cool und wie das angerichtet ist. Und wenn du es zusammenschiebst, dann passt es wieder zusammen. Ja, genau, genau. Außerdem, du hast es so verschnitten jetzt. Ja, habe ich. Aber wir haben es vorher schon gesehen, also Applaus, sehr gut. Toll. So, und weiter geht's mit Tagliatelle. Mit Hähnchenbrust, Champignon und Weißwein-Sahnesauce. Die sind echt gut hier. So, also, ich gehe von aus, alles wurde selber gemacht hier. Die Nudeln, gut, das Hähnchen vielleicht nicht selber zerlegt und so, aber... Die Nudeln wurden selber gekocht auch? Selber gekocht, sehr gut, okay. Das ist schon mal die halbe Miete. Also, hier, wie man sieht, ist... Bisschen trocken, aber muss so nichts heißen. Hm. Mhm. Das könnte jetzt ein bisschen wärmer sein. Aber. Yin und Yang. Ja, ich weiß, die waren echt. Meine Zungenspitze ist immer noch. Sie schreit nach kaltem Wasser. Also, die Nudeln, die nicht selber gekocht, also die Tagliatelle hört sich natürlich immer besser als Nudeln. Mhm. Mhm. Gut, also hier fehlt mir jetzt wirklich eindeutig ein bisschen die Soße, weil wenn man hier schreibt mit Weißwein Sahnesauce, dann möchte ich das auch. Und hier ist eigentlich nur Hähnchen mit roten Zwiebeln, rote Zwiebeln, ein bisschen größere Brunoise als im letzten, also ein bisschen größere Würfel und mit den Nudeln. Und der hier, ja, muss man vorsichtig sein mit Basilikum, ne? Wenn man den ins heiße Fett legt, dann wird er schnell braun. Aber ich muss sagen, das Hähnchen hat einen schönen Geschmack. Ja. Und der letzte haben wir ein Schnitzel Wiener Art, Anführungsstriche, genau, mit karamellisierten Möhren und Kartoffelauflauf. Kartoffelauflauf in dieser Zeit, das ist natürlich klasse. Gehen wir gleich mal drauf. Ich will erstmal kurz die Kartoffeln und sehe schon das Dampf noch, also Vorsicht. Nicht nochmal. Sehr gut. 35 Minuten, also dafür schon mal super. Sehr, sehr gut. Sehr harmonisch abgerundet mit der Sahne und da, glaube ich, ist kein Käse oder so drauf, also richtig schön so Dauphinoise. Gut. Das passt. Wenn jetzt auch das Schweinefilet noch was kann, dann sieht das gar nicht schlecht aus. Also, machen wir ein bisschen Zitronensaft drauf. Moment. Oh. Und jetzt. Also toll, die Panade ist toll, das Fleisch wirklich wunderbar,
was eben ein Filet war und gut gebraten vor allem. Also das Handwerk wurde hier beherrscht. Richtig schön saftig, Panade schön knusprig, butterige Note, also sehr gut. Übrigens noch die Möhrchen. Ja, kann man nicht viel sagen, also wirklich gut. Beim Anrichten hätte man noch ein bisschen was drehen können, aber das ist wirklich so ganz marginal. Deswegen kann ich jetzt schon sagen, sowas möchten wir morgen wieder dabei haben. Aber das Beste war eigentlich der hier, ne? Ahaha. Nein, kleiner Scherz. Da habe ich gesagt, das würde ich gerne mitnehmen oder essen, aber habe ich jetzt gar keine Zeit. Also wenn es zum Mitnehmen geht, super, weil es ist ausgewogen, es ist mal was Neues, mit diesen frischen Erbsen, wahrscheinlich TK-Erbsen, egal, dabei. Das gibt dem Ganzen eine Frische, die Soße ist richtig toll gemacht und mit dem Kokos obendrauf, morgen wieder dabei. Also hier war wirklich leider schlimm, dass sich der Juror zweimal die Zunge verbrannt hat. Aber das war das einzig Schlimme an diesem Gericht. Sonst war das also eine witzige Sache. Auch wirklich als Anregung für Sie zu Hause, mal etwas Vegetarisches auf den Tisch zu bringen. Sellerie in Scheiben schneiden. Sie haben die Sendung gesehen, ich nicht. Aber ich habe es jetzt probieren dürfen und es ist wirklich klasse. Auf der Seite Hähnchen mit der, ups, da kommt noch was geflogen, Entschuldigung. Hähnchen, ja, das ist halt mein Temperament. Da hat mir ein bisschen was gefehlt. Soße vor allem und ein bisschen zu einfach. Deswegen morgen wieder dabei. Yin und Yang. Liebe Zuschauer, toll gekocht, Kompliment. Morgen gibt's Abspeise und Dessert. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Servus, pfiat euch. Bitte schön. Morning.